obejrzenia przedstawienia pod tytułem Aszyn Kuchel w wykonaniu klasy 5 B Szkoły Podstawowej nr 5 z Gorzelca. Ich bin der Erzähler. In einem fernen Land lebte eine merkwürdige Familie. Ein Witwer mit seiner schönen Tochter und eine arrogante Frau mit ihren zwei hässlichen Töchtern. Diese Frau war die Stiefmutter des hübschen Mädchens. Die Stiefmutter und ihre zwei blöden Töchter nannten das Mädchen Aschenputtel. Aschenputtel? Räum doch mal den ganzen Haus auf! Geh zum Supermarkt und kaufe Obst und Süßigkeiten für meine Töchterchen. Ja, Mutter, ich habe schon aufgeräumt und gleich gehe ich einfach. Aschenputtel, wo sind meine rosa Socken? Warum hast du sie mir versteckt? Aschenputtel, komm und kämme mir ja die Haare. Ich bin so müde, ich habe einen Comic gelesen. So war es jeden Tag. Hüter haben lange geschlafen, Fernsehen gesehen und den ganzen Tag über nichts gemacht. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, nächsten Samstag findet die Schloss in Mitte statt. Wir laden das schöne Mädchen ein. Der Prinz soll sie heiraten und sucht eine Frau. Das Mädchen ist um Mitternacht verschwunden. Wir haben seinen Enkel schon gefunden.
denn schon fast, wie wir das Mädchen dem Prinzen heiraten. Klopfen an die Tür. Kommt herein! Ich habe zwei Töchter. Bestimmt hat eine Ihnen den Schuh verloren. Da ist das der Schuh! Den Schuh an. Bote 1 und Bote 2 Staszek Groch i Dawid Lipa.